wird ja ein interessanter Bericht erwähnt, das uns zeigt, die Eigenschaften der Altvorderen, die das verinnerlicht hatten. Al-Hussein ibn Ali radiallahu anhu hatte einen Dienstjungen gehabt, der ihm Wasser gebracht hat oder irgendwas, Speise in einem Gefäß. Und als er sie fortnehmen wollte, hat er sie gehoben und hat den Zahn getroffen von Al-Hussein ibn Ali, der dabei brach. Er ist gebrochen, sein Zahn. Und er hat in ihm Wut aufsteigen sehen. Und daraufhin sagte dieser Dienstjunge, er zitierte diesen Vers, ein Teil aus dem Vers, Wal-Kadhimin al-Ghayr. Und die, die ihren Groll, ihren Zorn einstecken oder unterdrücken. Und das zeigt den Einfluss des Korans, jemand, der ihm völlig ergeben ist, kann sein, dass er mal vergisst, aber sobald er erinnert wird, überschaltet er ihn nicht mehr. Wie es in der Riwaya kommen wird, im nächsten Hadith, in dem Hadith von Umar, wo keiner waqafen in der Kitab Allah. Und er blieb beim Kitab Allah stehen. Er hat ihn nicht überschritten, wenn er erinnert worden ist. Sofort. Und er sagt dann, Kazamtu ghayri, ich unterbinde meinen Zorn. Und dann hat er den Vers weitergelesen, Wal Kazimin al-Ghayr. Weil den Zorn zu unterbinden bedeutet nicht zu vergeben, richtig? Ich kann ihn unterdrücken, aber innerlich empfinde ich noch Antipathie gegenüber der Person. Dann sagt er, Wal'afina anin nas. Das ist der nächste Teil des Vers. Und die den Menschen vergeben. Also dann sagt er, Al-Hussein ibn Ali, afautu ank, ich hab dir vergeben. Und dann der Vers, das Ende des Vers, Wallahu yuhibbu al-muhsinin, und Allah liebt die Wohltuenden. Die Wohltuenden, die Großzügigen. Und dann sagt er, du bist frei. Du bist frei, hat ihn dann befreit. Und dieser Diener hat nicht aufgehört, er sagte dann weiter, und was gibst du mir mit? Wenn ich jetzt frei bin, muss ich auch irgendwie über die Runden kommen. Und dann sagt er, das Schwert und das Schild, mehr habe ich im Haus nicht. Dann hat er ihm das gegeben.